Ja, da sind wirklich viele. Toll, dafür steht Durins leider zu weit weg. So, das hat ihr schon mal rumgehauen. Wir holen uns mal Verstärkung. Okay, du wins. Sieht gerade auch nicht sonderlich gut aus. Wen habe ich gerade ausgewählt? Ach, du wins. So, du wins, zieh dich mal zurück. Okay. Hallo, wenn sie mal wieder. Okay, Sagani hat auch gerade niedrige Ausdauer. Der tut mir mal den Gefallen, haut ihn an. Halt, Nirith wankt zurück und hält sich eine blutige Hand vor die Augen. Ich gebe auf, verschwinde einfach und ich gehe friedlich, einverstanden? Zu spät. Uff. I'm here. Ja, hier war ich jetzt echt umzingelt, ey. Goldskeling. Goldsul. Geld. Noch ein Buch für Alof. Eine gute Robe und der Rest kann hier erstmal rein. Silberlusk, Silberpfennig, Kupferstücke und noch mehr Zeug. I'm here. So, was hat mich das jetzt gemacht? Hat gar nichts geändert. Okay. Auf der ersten Seite dieses Buches mit valianischen Liebes... Certainly. Was stand da? Mit valianischen Liebesnoten steht eine Witwung. Für meine geliebte Kenra. Mhm. Haben wir jetzt die Kiffer hier verjagt? Nein, die sind immer noch alle hier. Jemand hat die Etiketten von diesen Flaschen entfernt. Sie sind mit einem dunklen, dreckigen Brei gefüllt, der einen beißenden Gestank verströmt. Die Töpfe sind nicht mit, nicht identifizierbarem Schleim zugekrustet. So, habt ihr hier oben den echten Purnisk versteckt? Geh mal davon aus, stark. Oh, neue Söldner. Okay, Alof. Oh, Itumak kämpft da alleine. Das ist nicht gut gegen zwei. Let's end this. So. I'm here. Gut, da ist der Schlüssel, den wir brauchen.
Geld. Guter kleiner Schild, den brauchen wir gerade nicht. Guter Zweihänder. Absolutely. Noch mehr Geld. Viel mehr Geld. Gutes Stilett. Und ja, ich weiß, Leichenfledelei ist auch nicht gerade sehr paladinhaft. Es scheint so, als hätte jemand diese ungleichmäßige Bücherei hastig durchstöbert. Diese Gefäße sind riesig und aufgeplatzt, als wären sie zum Boden gefallen und zurückgestellt worden. Mhm. Hier gab es irgendwie einen Kampf. Oh, Punisk liegt da. Eine Seite der umgestürzten Vase ist kaminrot bedeckt. Jemand hat sich aus Bettlagen und Handtüchern ein notdürftiges Bett gebaut. Der zerschnittene Stoff ist steif und verblutet und rot vor Blut und Schweiß. Ein Mann liegt gefesselt und blutet auf dem Boden vor dir. Sein Gesicht ist ein Gemälde aus Blutergüssen und der Raum ist an verschiedensten Stellen voller Blutspritzer. Der Mann zuckt zusammen und schluchzt, als du dich näherst. Bei den Göttern, bitte, bitte, schlusse ich ertrage es nicht mehr. Ich will dir nicht wehtun. Der Mann stockt und blickt zu dir hinauf. Nicht? Oh, gelobt sei Berat, du gehörst nicht zu seinen Leuten. Er blickt nervös hinter dich. Ich? Er schüttelt seinen Kopf. Bitte, ich weiß nicht, wer du bist, aber ich heiße Purnis. Das ist mein Haus, du musst mir helfen. Wer war das dann unten? Ein Hochstapler, ein Zauber namens Nirit. Er ist in mein Haus eingedrungen, hat mich gefesselt, gefoltert. Und jetzt essen er und seine Männer mein Essen, zerstören mein Eigentum, verkaufen Svev in meinem eigenen Haus. Er blinzelt. Ist er einfach plötzlich aufgetaucht? Was du auch verschweigst, spuck es aus oder ich prügel es aus dir heraus. Es wäre sehr viel einfacher, wenn du nicht versuchen würdest, etwas zu verbergen. Ist er einfach plötzlich aufgetaucht? Und ich blitz weg, er kann dir nicht in die Augen sehen. Vielleicht habe ich ein klein bisschen von dem Anteil meines Lieferanten behalten, aber ich habe das Geld gebraucht. Du handelst also mit Zwef? Und ich zu zusammen. Ich weiß auch, dass es nicht der beste Beruf ist, besonders nach allem, was geschehen ist. Aber er ist gut bezahlt, sehr gut und... Naja, die Leute wollen das Zeug haben, oder? Aber ist es das alles wert, Kenrad zu verlieren? Ich, Punis, verzieht das Gesicht. Es tut mir leid, ich kann anders kein Geld verdienen. Wie soll ich uns ernähren? Irgendwann höre ich auf damit, wenn wir es nicht mehr brauchen. Was hat ein Lieferant getan? Er hat den Zauberer geschickt, Nirit, den Mann unten. Punis schaut, um das Kupfer wieder zu beschaffen, um mir gleich noch ein wenig weh zu tun. Es kommt mir vor, als wäre es Tage her. Man hat sich bereits um ihn gekümmert. Ulrich starrt dich an. Ich fasse es nicht, dass der Albtraum endlich ein Ende hat. Er grinst schwach, dann scheint ihm etwas wieder einzufallen. Du hast keine Ahnung, was du für mich getan hast, aber... Er blickt zu dir auf und wieder fort. Ich muss meine Verlobte finden, Kenra. Nur nachdem, was Nire dir angetan hat, gibt sie mir vielleicht keine Gelegenheit, ihr alles zu erklären. Aber auf dich hört sie vielleicht. Bitte, sie muss irgendwo im Kupfersieg sein. Sie kennt kein anderes Zuhause. Und bitte sag ihr nichts von dem Svev, von meiner Arbeit. Ich belohne dich dafür, vielleicht mit einem Nachlass. Kenra hat mich von vornherein geschickt. Vielleicht solltest du dir zutrauen, eigene Entscheidungen zu treffen, anstatt sie anzulügen. Ihn packen. Hier ist mein Gegenangebot. Ich sage ihr einfach, was ich will und du gibst mir den Nachlass dennoch. Übertreib es nicht, Purnis. Tut mir leid, aber ich habe genug getan. Wir werden sehen. Nehmen wir mal die zwei. Ich weiß und ich kann dich nicht zwingen, es für dich zu behalten. Ich will sie nur nicht verlieren. Nach dem, was mit mir geschehen ist, will sie gewiss nichts mit Zwölf zu tun haben. Oder mit mir, wenn sie davon erfährt. Kämmerer hat mich von vornherein geschickt. Ach, Purnis lächelt strahlend. Diese Frau hat mir das Leben gerettet. Ohne es zu wissen. Bitte bring sie nach Hause und sag ihr, dass alles wie immer ist. Ich gehe mit dir reden. Ich kann dir gar nicht genug danken, wie ich meine arme Kenra vermisst habe. Du verblutest wahrscheinlich noch. Danke für deine Hilfe. Wenn du Kenra findest, dann belohne ich dich. Versprochen. Zu Kenra sind wir lieber ehrlich. Tut mir leid, auch wenn du
so übel zugerichtet bist und jetzt auf einmal Reue zeigst, den ganzen Scheiß hast du selber verzapft, hast dich in Gefahr gebracht, hast deine Frau in Gefahr gebracht, hast uns in Gefahr gebracht, hast wegen dir ist du ins Halbtod, was er dir extrem nachträgt. Deswegen sagen wir Kenra jetzt einfach die Wahrheit. Weil anders als bei den Schiff, bei dem Plünderern am Schiff, it's your hand. I'm gonna pet him. Ach, und ich habe jetzt gerade Erbhügel fordert wieder eine allzu neugierige Seele. Also ja, Edea fragt Zagani, beißt seinen Fuchs? Ja. Kann ich ihn trotzdem streicheln? Es ist deine Hand. Ich werde ihn streicheln. Vielleicht können wir uns unten schnell mal umsehen und dann gleich wieder rauskommen. Wir können behaupten, wir hätten nichts gefunden. Was heißt da wir? Dalton ist dein Freund, meiner nicht. Wir brauchen in Trutzbucht mehr vernünftige Leute. Okay. Dann gehen wir mal wieder zu ihr. Und sagen hier jetzt einfach die Wahrheit. Gelogen wird nicht. Kenra blickt auf, als du dich näherst. Was ist mit Ponix passiert? Hast du ihm den Ring gegeben? Ein mächtiger Zauberer hat vorgegeben, Ponix zu sein. Ach, und der echte Ponix handelt mit Zwölf. Ein mächtiger Zauberer hat vorgegeben, Ponix zu sein. Der echte Ponix wurde oben gefangen gehalten und ich habe ihn befreit. Das wäre die Lüge. Noch nicht, ich komme wieder. Nehmen wir die Eins. Sie hält sich schockiert die Hand vor dem Mund. Ponix? Mein Ponix ist Zwölf-Verkäufer? Wenn ich nicht wüsste, dass du von Grund auf ehrlich bist... Sie rammt ihre Faust auf den Tisch und verschüttet ihr Getränk. Verflucht, wie soll ich ihm nach so etwas noch vertrauen, wo er mich doch all die Zeit angelogen hat? Sie fährt mit der Hand durchs Haar und holt tief Luft. Ich sollte froh sein, dass ich vor der Hochzeit davon erfahren habe. Ja, im Moment braucht er Hilfe und Vergebung. Er liebt dich noch immer. Willst du wirklich eure gemeinsame Zukunft einfach aufgeben? Es ist klug, sich von ihm fernzuhalten. Es gibt noch andere Fische im Ozean. Es tut mir leid, dass die Dinge so gekommen sind. Nehmen wir mal die zwei, er liebt dich noch immer. Vielleicht hast du recht. Wenn er bereit ist, mit dem Zwölf aufzuhören, schaffen wir zwei das. Jedenfalls sollte ich ihm die Chance geben. Oh, nimm das. Sie nimmt etwas von ihrem Hals. Ich habe es bei einem der Händler gekauft, um mir zu helfen, bei meiner Entscheidung zu bleiben. Jetzt brauche ich es nicht mehr. Unerschütterlich entschlossen hat dem Inventar hinzugefügt. Gruppe hat Erfahrung erhalten und Questerfahrung. Ponys und ich haben jetzt viel zu besprechen. Ja, damit ist sein Alter sich abgeschlossen. Das Haus neben dem Markt von Kupferweg ist zu einer Zwölfhöhle geworden. Ponys war zu Hause, aber irgendetwas an dem Mann schien seltsam. Ich habe Ponys wie aufgetragen den Ring gegeben, aber er schien ihn nicht zu erkennen. Ich könnte wieder zurück zu Kenra gehen, aber irgendwas an der ganzen Geschichte stimmt nicht. Der Mann, der vorgab, Ponys zu sein, griff mich an, sobald ich anfing, Fragen zu stellen. Ich habe den Mann getötet, der sich als Ponys ausgegeben hat. Vielleicht ist der echte Ponys hier noch irgendwo. Ich habe den echten Ponys wissen lassen, dass er nun in Sicherheit ist. Er flehte mich an, seiner verlumpten Kenra nichts von der Beteiligung am Zwölfhandel zu sagen und versprach mir einen Nachlass auf seine Waren, wenn ich sie überzeuge, zu ihm zurückzukehren. Nach allem, was im Ponys Haus geschehen ist und was ich dort erfahren habe, sollte ich mit Kenra sprechen. Ich habe vorhin mit Kenra im Fuchs und Gans gesprochen. Als ich in Ponys Haus war, habe ich erfahren, dass Ponys mit Zwölf handelt. Ich habe Kenra davon berichtet und sie war entsetzt, dass er sie angelogen hat. Allerdings konnte ich sie überzeugen, Ponys noch eine Chance zu geben. Ja, sonst verblutet der arme Typ noch da oben. Intellekt und Entschlossenheit. Meine Entschlossenheit ist schon ziemlich hoch. Seine auch. Sie braucht nicht so wirklich.
Kanna könnte vielleicht Entschlossenheit brauchen. I'm here. Naja, damit haben wir die Sache mit Brunisk abgeschlossen. Und ich glaube, wir haben ja auch hohe Entschlossenheit wegen dem Bonus hier. Noch können wir uns weiter umsehen. Ich will ja noch nicht in die Kanalisation. Ja, und den... In Todsbucht werden wir viel hin und her müssen. Also ja, wir können jetzt hier runter nach Farnheim, aber wir wollen eigentlich ins Urfeuer. Also gehen wir einfach mal hier quer durch zum Theater. Flüchtlinge und Söldner.